Herzlich willkommen bei Shopping Queens. Nein. Oh nein. Oh nicht. Och nee, ne? Na, auch diese Woche die neuen Folgen der Vox-Kleidersendung Shopping Queen gesehen? Das Motto der Woche lautet, jetzt wird's heiß. Bring den roten Teppich auf der Filmpremiere von 50 Shades of Grey zum Glühen. Ach du Scheiße. Scheiße, ein doofes Motto, ne? Aber denkt dran. Denkt dran, es ist immer noch eine Filmpremiere, also ihr dürft nicht nur aus dem Sexshop kommen, sondern es sollte eben auch tragbar sein für eine Premiere. Ihr seid dabei, bekommt 2 Tickets für diese wunderbare Premiere. Ja. Wunderbar, diese wunderbare Premiere dieses wunderbaren Films, der bald in die Kinos kommt. Das war also das Motto der Outfitsuche und deshalb ging's bei Shopping Queen diese Woche so richtig schmutzig zu. Schwanzpferde meinst du? Schwanzpferdeschwanz? Oh, falscher Ausschnitt, da ging's um Frisuren, aber hier wird's schmutzig. Für deinen kleinen Arsch. Schuhe lecken. Leck doch selber die blöde Kuh. Genie der Sklave. Aua! In allen 5 Folgen dreht sich alles ständig um diesen Film. Sogar einen kleinen, geilen Vorspann haben sie sich gebaut. Vorhang auf zu einer verruchten Woche bei Shopping Queen mit Marina, Guido Gray, Alicia, Maria Gray, Victoria, Mr. Kretschmer, Josie. Shades of Grey. Ja, und dann lesen sie sich aus der Romanvorlage vor. Der Offsprecher erwähnt immer wieder die wunderbare Premiere. Und Vox zeigt Ausschnitte aus dem Film, alte und neue. Manche werden sogar nachgespielt. Ich möchte mehr über Sie erfahren. Du willst gerne was über mich erfahren? Okay. Mhm. Dann mal los. Okay, werden Sie jetzt sagen. Ja und? Vox hat die Sendung doch gekennzeichnet. Da steht am Anfang und nach den Werbeblöcken immer kurz oben rechts in der Ecke, unterstützt durch Produktplatzierung. Willkommen zurück in Hamburg. Hier ist heute eine neue Woche Shopping Queen gestartet. So eine Kennzeichnung muss sein, wenn ein Sender sich dafür bezahlen lässt, irgend so ein Produkt unterzubringen. Das ist so vorgeschrieben. Naja, aber auch hier gibt's natürlich Grenzen. Im RTL-Dschungelcamp zum Beispiel bejubeln die Hungernden ja immer diesen Schokokeks. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auch das ist bezahlte Produktplatzierung. Man sieht auch andauernd das Logo und die Leute reden ständig darüber. Weil sie in einer Folge vor 3 Jahren aber so überschwänglich davon geredet haben, hat ein Gericht entschieden, dass das so nicht geht. Das sei eine übertriebene verbale Lobpreisung. So ein Produkt darf nämlich nicht zu stark herausgestellt werden. Und wenn doch, dann kommt die Medienaufsicht mit der Peitsche. Schweinerei! Eine Zuschauerbeschwerde über die nervige Dauerwerbung für den schnarchigen Klöppelfilm liegt der Medienaufsicht schon vor. Und die muss jetzt feststellen, ob da das Produkt nicht vielleicht etwas zu stark herausgestellt wurde. 50 Shades of Grey. Shades of Grey. Of Grey. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Wunderthinner Merchandising, ne? Mm. Shades of Grey. Ja. Shades of Grey. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Ich mache auch alles mit, das ist auch zum Kotzen.